Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Stahl, Schere, Papier. In letzter Zeit werden wir immer wieder gefragt, was ist in 2018 eigentlich mit den Events? Wie viele von Ihnen wissen, haben wir vor, groß umzubauen. Wir wollen viel abreißen, viel neu bauen, wollen in der Ausstellung viel neu machen. Das wird eine riesige Baustelle, die sich über Jahre hinzieht. Wir wollen den Betrieb aufrechterhalten. Wir haben viele spannende Ideen, was das angeht. Also das Panzermuseum wird Ihnen erhalten bleiben. Aber auf einer Baustelle Events zu organisieren, das ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Das heißt, die Frage ist sehr gut, was ist mit den Events 2018? Und es gibt darauf eine zweigeteilte Antwort. Zwei Events müssen leider abgesagt werden. Ein Event findet vielleicht statt. Abgesagt werden müssen die Modellbauausstellungen, die jedes Jahr um Pfingsten war. Und abgesagt werden müssen die Modellbautage der RAG Celle. Und beide aus demselben Grund. Primär, weil wir diese beiden Veranstaltungen über Print bewerben. Wir müssen Plakate drucken, wir müssen Flyer drucken, wir müssen all das verschicken. Das hätte jetzt passieren müssen im September, Oktober und kostet ziemlich viel Geld. Und wenn wir nicht wissen, ob die Veranstaltungen wirklich stattfinden, weil wir nicht wissen, wie die Baustelle aussieht, dann wäre das eine ziemlich risikoreiche Investition. Plus zweitens auf der menschlichen Ebene, wenn wir das bewerben, wenn wir rausschicken, es findet statt, es passiert, kommt alle, dann planen das Leute, dann freuen sich Leute. Und wenn es dann nicht stattfindet, dann ist die Enttäuschung sehr groß. Teilweise planen Leute sogar ihre Urlaube darum und das wollten wir nicht verantworten. Das bedeutet, wir haben uns mit den Organisatoren der beiden Veranstaltungen abgesprochen und haben gesagt, nein, diese beiden Sachen lassen wir 2018 ausfallen. Das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel für die Modellbau, also für diese Tage, an denen die Modellbauer ihre Fahrzeuge rollen lassen, tatsächlich die Aktionstage der RAG-Zelle, dass der Bereich, wenn umgebaut wird, einer der ersten ist, der leider den Baggern und den Ketten zum Opfer fällt, sodass die Chance gut ist, dass da nicht stattfinden kann. Die Modellbauausstellung ihrerseits nimmt das gesamte Museum in Anspruch. Und wenn Baustelle ist, dann wird das irgendwo direkt da reinschlagen, auf jeden Fall, weil es eben überall ist. Und das hätte, wie gesagt, die Veranstaltung sehr, sehr fraglich gemacht. Beides geht nicht. Beides haben wir deswegen lieber gleich vorsorglich abgesagt, in der Hoffnung, dass wir eine Baustelle sind. Stahl auf der Heide ist eine etwas andere Geschichte. Wie Sie wissen, wird Stahl auf der Heide primär über das Internet beworben und auch primär über das Internet verkauft. Das bedeutet, wir können viel kurzfristiger reagieren, weil wir keine teuren Printprodukte in Auftrag geben müssen und langfristig planen müssen. Wenn wir erfahren haben, ob wir die Fördergelder kriegen, das wird im Winter passieren, und wenn wir dann, wenn alles gut läuft und wir kriegen sie, entschieden haben, was, wann, wie, wo gebaut wird, wann abgerissen wird, wann neu gebaut wird, wo die richtigen Baustellen sind, dann können wir immer noch entscheiden, ob Stahl da reinpasst oder nicht. Das wird so im Frühjahr der Fall sein. Ich rate jetzt mal so April, Mai. Das heißt, Stahl auf der Heide, ja oder nein, kommt im April, Mai. Und wenn es stattfindet, dann geht der Ticketverkauf ganz schnell los. Es wird alles vorbereitet sein. Die Werbung wird übers Internet laufen. Wir machen uns keine großen Sorgen, dass wir Stahl auch mit einem kurzen Vorlauf ausverkaufen können. Wir gehen das Risiko also gerne ein. Das heißt, Sie werden einfach im Frühjahr beobachten müssen, was wir posten. Und dann werden Sie erfahren, ob Stahl stattfindet. Wir auch damit erst. Und wenn es stattfindet, wird es über die bewährten alten Kanäle kommuniziert und verkauft. Für Sie bedeutet das als Stahlfan erstmal ein Kreuzchen mit Bleistift in den Kalender machen. Wenn es stattfindet, super. Wenn es nicht stattfindet, ist nicht ganz so schlimm. Der Termin ist ohnehin klar. Stahl auf der Heide findet immer am 1. Septemberwochenende statt, auch 2018. Also Bleistiftkreuzchen, darauf warten und dann schauen wir mal, was passiert.